Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, hier an unserem Kastenkuppel weiterzubauen und da werden wir jetzt auch weitermachen, aber nicht allzu lange. Und dann gehen wir mal wieder an die Scheune und bauen da weiter, denn da gibt es ja auch noch so einiges zu tun. Zum Beispiel im Dach noch Fenster einsetzen, ein bisschen Inneneinrichtung, das wird nur ganz wenig sein. Und nebenan müssen wir ja noch den Turm bauen, wo dann der Rotor drankommt, weil wir ja mit Windenergie das Ganze betreiben wollen. So, also, jetzt schauen wir mal, was wir denn da so alles haben, beziehungsweise was wir noch brauchen. Aha, Scanner. Aber der Kastenkumpel selbst ist ja noch nicht fertig. Ich würde jetzt gerne erst den fertig machen. So, also, meiner. Hier, was fehlt uns? Achso, ja, aktuell fehlt uns doch alles. In Sachen Inventarsache. So, das da. Das da, das da, diese hier. Ja, weiß nicht. War das schon alles hier? Nee, das war noch nicht alles. Da fehlt noch was. Hier. Advanced Machine Casing. Also, okay. Ein modernes Gehäuse. Stahlplatten, noch mehr. Legierungsplatten. Okay, Stahlplatten, Legierung. Ah, doch, haben wir hier. Und ich habe gesehen in der Zwischenzeit, zwischen den Aufnahmen, hier, da. Da sind noch zwei davon. Das sollte es uns doch, so wie ich jetzt gesehen habe, ermöglichen. Achso, es fehlt ein einfaches Maschinengehäuse noch. Ja, okay, dann können wir das eben doch noch nicht fertig bauen. Eisenplatten. Ah, keine Eisenplatten da. Haben wir vielleicht doch noch hier ein paar. Ach, hier, da. Moment mal, was war das denn? Da haben wir ja schon ein einfaches Maschinengehäuse. Na also, dann können wir das doch schon alles bauen. Hier so und Kastenkumpel. Moment, ja so. Ja, da hätten wir ihn. Unser Kastenkumpel ist endlich fertig. Ja, yippie. So, los, rein damit. Und die Dinge hier, die brauche ich doch hier auch nicht. Wir können dann... soll die da hin oder zu den Kabeln? Nee, zu den Kabeln. Doch, da sind die aber. Nee, das passt da nicht hin. Und das dann nehme ich auch raus. Kommt alles dahin. So. Ach ja, und ich wollte noch eine Kiste für Stäube anlegen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Dann kann ich die nehmen. Hm, okay, mache ich gleich mal. Ich brauche nur diese... Oh, Moment. Halt. Jetzt habe ich die da. Wie sieht's denn hier wieder aus? Da ist doch alles wieder durcheinander. Och, da habe ich noch drei Stück davon. Ach, naja, okay. So, das hier raus. Die zwei da rein. Das sind Grundstoffe hier. Die wir da für die anderen Sachen auch brauchen können. Also kommt mal all das hier rein. So, okay. Und jetzt wollte ich ein Schild haben. So, das kommt hier hin. Da muss ich ganz unten hinschreiben, okay. So. Dann muss ich sie aber auch reinsetzen hier. Da. Der. Da und da. Und das auch noch. Das sind, ja, Krümelerz. Das bleibt hier mit dran. So, Stäube. Ne, Moment mal, das da. Iridiumscherbe. Ne, die kommt wieder raus. So, die kommt tatsächlich damit rein. Okay. Eisen, Gold, ja, ich brauche nämlich noch für den Kastenkumpel noch ein paar Sachen. Aber okay, da brauche ich ja noch viel mehr. Kommt alles noch. So, der Kastenkumpel selbst ist jetzt ja schon fertig. Da drin ist er. Hier. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen Kabel. Isoliertes Zinnkabel? Nee, das ist auch Zinn. Genau, Hochspannungskabel. Und zwar zweifach isoliertes. Was ist das? Zinn. Und das ist auch Zinn, okay? Machen wir erst einfach isoliertes. So. Und dann nochmal. Jetzt haben wir zweifach isoliertes. Ja, 24, ja, ist wahrscheinlich noch ein bisschen wenig.
Ich gehe jetzt einfach mal rückwärts vor. Vom Kassenkumpel rückwärts gesehen hätte ich gerne noch eine Speichereinheit. Und zwar, ja genau, eine Speicherkiste. Und die heißt hier MF... Was war es? MFS? Nee, MFU? Auch nicht. MFE. H, genau. Diese hier. Eine volle und eine leere, das ist eigentlich egal. Hier, ja genau, das Rezept ist ja das gleiche. Okay, wir brauchen ein einfaches Maschinengehäuse. Dann diese Energiekristalle, 4 Stück und 4x zweifach isoliertes Goldkabel. Okay, davon 1. Dann Goldkabel, zweifach isoliertes Gold, ja okay. 1, 2, 3, 4. Mehr nicht. Und dann diese Energiekristalle. Da habe ich erst einen. Okay, was brauchen wir dafür? Moment mal, wo unterscheidet sich denn das hier? Ah, okay. Nee, aber sowas will ich ja nicht. Ich will das hier haben. Da brauchen wir Energie. Energiumstaub. Oh, da haben wir vielleicht noch was. Und das wird aus Rotstein und Diamantstaub gemacht. Okay, das sieht aber nicht gut aus hier. Okay. Diamanten habe ich keine da. Na gut, dann müssen wir also nochmal Diamanten holen. Und zwar vom Agrarplatz. Bauen wir uns welche zusammen. Ja, okay. Komm, ich nehme jetzt mal alles mit hier. Das muss ich ganz dicht hier machen. Also letztendlich würde ich da ja ohnehin nur aus diesen Essenzen würde ich ja ohnehin nur Diamanten machen. Also von daher kann ich das gleich alles verteilen. So, einen kriegen wir da noch raus. Damit haben wir 22. Okay. Dann muss ich mal wieder das Diamantfeld abernten. Es ist Nacht. Ja, okay. Ich gehe mal hier aufs Experimentierfeld. Ja, genau. Haben wir Monster? Ja, da vorne irgendwo. Ich muss die Diamanten in da reinschmeißen, ja. Aber nicht gleich alle. So, ein paar nur. Und damit verdrücke ich mich gleich wieder in den Keller. Obwohl es ja jetzt sowieso schon hell wird, aber macht nichts. Wir müssen sowieso warten, bis die jetzt fertig sind hier. Ja, ach so, wir brauchen ja auch noch den Scanner. Richtig, den hatte ich ja gerade vorhin noch da in der Übersicht. Stimmt, den brauchen wir auch noch. Warum fängt jetzt mein Wasserhahn an zu tropfen? Nee, der Wasserhahn tropft gar nicht. Aber in der Spüle stehen zwei Teller, die sind voll mit Wasser zum Einweichen. Und da hat sich wohl irgendwie was getan. So von wegen Oberflächenspannung ging da doch mal verloren und dann läuft gleich was raus. Das kommt manchmal vor. So, aber jetzt genug gelabert. Ich wollte nur... Ah ja, hier haben wir noch Staub, okay. Der kann erstmal da rein. Die Diamanten dahin. Was wollte ich? Ach so, ich wollte die Speicherkiste bauen. Ja, okay. Ich brauche jetzt hier den Diamantstaub. Wenn ich da weitermachen will. Ach, guck mal, wer steht denn da? Ja, er sieht mich nicht. Ah, doch, jetzt. Schnell weg. So, also nicht nur weg mit mir, sondern vor allem weg mit dem. Ja. Ja, okay. Ach, mit diesen Typen, da habe ich noch viel Spaß. Ah, jetzt verstehe ich das. Aus einem Diamant wird ein Haufen Staub. Okay, das ist aber nicht so effizient. So effektiv. Nee, effizient in dem Fall. So, so, so. 9 Stück habe ich da jetzt. Ach so, da sind noch 3 übrig. Ja, okay. Und die muss ich jetzt in den Kompressor stecken. Okay.
rein damit in den Kompressor. Ach, Moment, ich kann ja gleich Erde mitnehmen, dass ich das Loch wieder vollfülle. Ja, ich bin da die Hälfte der Zeit am Loch füllen hier. Gut, der Endermann stört mich jetzt erstmal nicht. So, in den, was war das, Kompressor. Ja, Kompressor. Da, achso, da ist schon was drin, gut. So, dann sammle ich das auf, die ganze Erde, während ich da alles andere zubaue. So, ich meine, das geht ja schnell, so ein Loch wieder zuzumachen, ne? Zumal, wenn ich das Material da habe. Aber es nervt einfach. Das hält wieder so auf im Fluss, im Arbeitsfluss. So, noch einer in der Nähe? Nee, gerade nicht. Oh ja, Moment mal, ich muss ja auch mal wieder hier was reinpacken. Nee, nicht den Rotor. So. Ach, ist das... Moment mal, ich habe doch da gerade irgendwie Sachen reingeschmissen. Ach, da geht nur einer raus. Moment mal, da geht nur einer raus. Ja, dann brauchen wir... Wir brauchen doch vier Stück. Oder war das... Nee, das waren vier. Ja, vier. Und ich habe nur zwei. Ja, gut. Weitere Diamanten. Da hatte ich doch die Gerümpelkiste. Ja, genau. So, das wieder weg hier. Mehr Diamanten. Aber wenn ich aus einem Diamanten... Ach so, ja, ich brauche ja mehr. Moment mal, ich schau mal eben, wie viele ich brauche. Nee, verkehrt, so. Viermal Diamanten. Staub. Das heißt, ich brauche vier Diamanten für einen Energiumkristall. Also muss ich da 8 reinschmeißen. Gut, ich habe da jetzt 16. Ich schmeiß deswegen auch nur jetzt 8 rein. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Das ist echt ganz schön teuer. So. Ja gut, aber ist so. Ich wollte hier nochmal Kohle holen. Ja, dann teleportiere ich mich doch mal schnell ins Lager. Und hol mal Kohle. So, hier. Und eins noch für die Öfen im Keller. Dass ich da auch mal wieder was reinstecken kann. Mach ich mal da, so. So, und da kommt der Rest rein. Und den anderen Rest bringe ich nach draußen. So, also ich will jetzt gerne diese Speicherkiste zuerst fertig machen. Und bevor ich was anderes mache. So, da, da, da. Nee, komm, ich nehme den raus hier. Gleich ein ganzer Stapel davon rein. Okay, wie sieht's hier aus? Okay, schon mal 6. Damit können wir einen weiteren machen. 7, 8. Einen brauchen wir doch noch, oder? Genau, 3 hatte ich ja schon. Ja, richtig, genau. 3 hatte ich ja schon. Ja, die dürfen ruhig mal durchlaufen. Und ich muss dran denken, dass ich das, das Diamantfeld wieder abernten muss. So, okay, das dürfte jetzt erstmal reichen. Damit sollten wir die Speicherkiste fertig bauen können, letzten Endes. Dann hätten wir auch schon mal diese. So. Da, da. Ach so, Moment. Ha, ha, ha. Ich muss die ja noch... ich muss die ja noch... Hätte ich auch draußen machen können. Da, draußen an der Werkbank. Naja, gut. So, Kompressor. Das müsste der hier sein. Ja. Der ist gleich fertig da. Nehme ich die mit. Sehr gut. Haben wir das fertig und alle Energie geht jetzt da rein. Hm, der erste ist ja gleich fertig. So, den hätten wir schon mal. Aber wenn die nicht stapelbar sind, müsste der Prozess ja aufhören. Doch, die sind stapelbar. Guck mal, doch. Okay, ja. Dann sind sie eben doch stapelbar.
So, und jetzt ist die auch fertig. Na, endlich. Wir brauchen auch noch einen Transformator. Ja, den können wir ja gleich danach machen. Jetzt machen wir erstmal die Speicherkiste fertig. So, da hätten wir die Speicherkiste. Das kommt mal dahin. Wieso habe ich denn... Hier, guck mal, was ich da noch alles habe. Ich muss die Sachen schon dahin stecken, wo ich sie dann auch brauche. Das ist ein Staub, okay. Das kommt da noch mit rein. Da haben wir noch eine Platte. Ja, genau, dahin. Und Staub. Okay, also. Dann will ich eine... Das war die Speicherkiste. Jetzt brauche ich noch einen Trafo. Transformator. Und zwar den hier. Das ist alles. Okay. Ja, okay, gut. Ich will mich nicht beschweren. Wenn das schon alles ist. So. Und Maschine. Ja, da sieht es jetzt wieder schlecht aus. Oh doch, wir können. Moment mal, wir haben sowieso noch welche. Haha, wir haben noch welche. Da.